Ahoi, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Es geht auf eine weitere wilde Fahrt auf dem Ozean des Blödsinns zusammen mit und von Danny. Sea of Fools. Und letzte Folge, zweiter Boss, schon ein bisschen über die Hälfte kaputt gemacht. Zweite Phase zumindest. Vielleicht hat er noch eine dritte, aber ich vermute nicht. Learnings wurden gezogen. Wir haben einen neuen Sockelplatz. Ich kann sagen, schon ausgemaxt vielleicht sogar. Weiter Punkte. Wollen wir wieder letzte Mal da diesen zerbrochenen Krug mitnehmen? Weil den fand ich gar nicht schlecht. Wir können natürlich unten rum, wenn du willst. Ja. Okay. Gleiche Characters würde ich sagen erstmal. Und dann gucken wir mal. Piu-piu! Letzte Folge entschieden, dass wir diese Kartätsche irgendwie beide nicht mögen. Wir haben ihn noch getestet. Das ist so geil, wie easy das am Anfang ist. Oh ja, dann können wir auch gleich einen Brad mitnehmen. Ich mag es, dass es dir erst Zeit gibt, dass du zu deiner Kunden kommst. Ja. Boah, mich regt es auf, dass man mehr als ein Magazin braucht. Anderthalb Magazine braucht man für die. Ich denke, Speedrun das jetzt hier durch, echt gut. Yes, Speedrun. Könnte man sogar nach ganz unten fahren. Und sich dann wieder hocharbeiten. Wenn man langsamer schießt, dann trifft man auch besser. Es ist wirklich so, ne? Also das Zielen ist durchaus eine. Ja, weil es so schnell eingestellt ist. Ich würde es gerne langsamer stellen, aber. Eine valide Option, er muss halt Single Shot, also das, ne? Jeden einzeln tappen. Ich guck einfach mal zu. Was Jenny da. Was Jenny da macht. Oh, ist eine Kiste. Stark! Hätte ich gar nicht gesehen dazwischen den. Noch ein Holz. Ich hab's weggehört. Warte, warte. Ich geb dir ein kleines. So kann ich das nicht nehmen. So. So, jetzt könnte man theoretisch nach ganz unten. Ah, zum Krug wird schon schwierig, ne? Also wahrscheinlich lieber geradeaus. Ja, lieber geradeaus und dann zum Krug hoch. Denn ich fand den Curse eigentlich auch gut. Ja, gerade ich finde, in der ersten Welt es gibt kann man nur den. Bei mir, Feinde, bitte kommen Sie. Kann man jetzt echt mal mitnehmen, einfach. Sie selber machen. Ba-ba-ba. Ah. Ups. War kurz betrunken. Oh no! Nein! Auf deiner Seite gibt's auch Feinde. Okay. Das sind Hinweise. Oh, ey, ich wollte was harponieren und immer war irgendwas im Weg. Jenny, das Einzige, was dir im Weg steht, bist du selbst. Wenn du das überkommst, dass du diese. Ah, ich treff's eh nicht. Nein, aber da waren immer Feinde im Weg. Und you just gotta believe! Dann kannst du alles schaffen, Jenny. Also, du kannst die eine sein, die alles kann. Aber man kann nicht diesen Bogen gleich fahren. Das wäre sonst ein Step zurück. Also, wir fahren, glaube ich, nicht den optimiertesten Weg gleich. Oh! Hab ich gerade irgendwas harponiert, aber getroffen habe ich was anderes. Ich hasse euch! Doppelgold harponiert. Richtig worth it hier. Gold! So, jetzt musst du eigentlich straight, ne? Wenn wir nicht zum Shop wollen. Nee. Und dann Krug und Punkt. Geld. Das heißt aber, wenn wir dann mal zum Shop kommen, haben wir richtig viel. Mega nice! Ah, wie Kreuzfeuer.
richtig strong. Das Beste war einfach teilweise nicht. Was für eine kleine Heldin? Ist gut. Ah. Ja. Das kommt bei dir auch was. Gar nichts mehr sieht, ey. Komm mal rein. Ja. Ah, ne. Ist was. Ich finde es gut, dass wir jetzt mehr Spots haben. Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste. Neben aber mehr Kanonen. Ja, take it. Ist nicht ja, das gleiche, das ist anders, ne? Ja. Oh, sorry. Komm. Ich wollte mich hinterher teleportieren lassen, aber es läuft ja durch andersrum. Was macht das denn? Kanone. Oh! Aua. Oh, okay, das ist GG fast. Ja. Okay, aber wir müssen den Boss schaffen. Mit nur einer Kanone. Und wir müssen aber beide Seiten verteidigt kriegen gegen die Tentakelviecher. Mhm. Okay, Jenny macht die Kanone gleich. Aber ach so. Das ist ja unmöglich, würde ich fast sagen. Das werden wir sehen. Aber was braucht er das hier nochmal? I don't know. Ach du Scheiße. Also wenn du nur zwei Kanonen hast, das ist es ja wirklich GG eigentlich. Du machst die Kanone. Ich mach alles, weil ich im Zweifelsfall der Reparierer damit sein muss. Und ich versuche alles, was irgendwie uns zu nahe kommt, kaputt zu hauen. Alter, ist das schwierig. Ich kann versuchen, ja, ist das schwierig, zu laden zwischendurch. Ich glaube, das ist verwirrt dich eher. Du musst dich um hinten kümmern. Kommt, hat einen Job und sogar ein Leck. Was? Nichts, lassen. Da war ich. Ja, ich bin da nicht durchgekommen. Weil du halt dich was lesen lassen, oder? Das war eine schwierige Situation für uns alle. Gut. So geht's auch. Ich bin dein Kanonen. Erhöht LP des Schiffes um 3. Ja, that's good. Ja, das brauchen wir uns aber auf einen Sockel. Ah, generelle HP, nicht als On-Top-HP. Das ist richtig nice. Also keine Shield-HP. Mhm. Und macht das Sinn, dass ich ab und zu mal versuche, bei dir reinzuladen? Oder ist das verwirrend? Das geht schon, aber du musst halt gucken. Du musst aber den Rest gucken. Ich gucke jetzt nur, ob die Feinde von oben und unten kommen. Wenn wir unten lang... Wieso bist du nicht unten lang gefahren? Ach, da war noch Fragezeichen. Shit, ich hab die Fragezeichen. Das ist doch viel, viel besser gewesen. Ich hab die Fragezeichen nicht. Jetzt haben wir nur einen Step anstatt wie registriert. Viele? Weniger. Genau, die kannst du im Nahkampf auch schlagen. Ja, alles was im Nahkampf kommt. Du darfst mich halt nicht schlagen. Ja, du warst kollateralisch. Ich bin Ege Priest. Das ist vielleicht gar nicht schlecht für uns beide. Ich kann dir nichts die ganze Zeit da reinwerfen. Wahrscheinlich zwischendurch mir was anhalten, aber es geht nicht. Was sehen die noch was? Hat da die Seerosen-Gang? Leute, haut euch. Crit! Und Jenny, das wird uns als Team näher zusammenbringen, diese Aufgabe. Das ist quasi als endlos. Boah, das ist ganz geil. Das einzig Bekackte ist, dass wir halt... Die Tentakeln gleich werden echt schwierig. Ja, das, weil die kommen wirklich ja immer von beiden Seiten. Weil jetzt kann es sein, dass du warst jetzt trotzdem nur auf einer Seite die ganze Zeit, ne? Ich repariere übrigens immer das eine da hinten. Aber es war Glück, weil die jetzt nur von unten kam. Kriegen wir ja was für. Das ist die Frage, ob er uns dabei ein bisschen entgegenkommt gerade. I don't think so. Okay, aber ich versuche, wenn es geht, versuche ich dir reinzuladen. Ansonsten, zwei Fragezeichen hast du ausgelassen. Ansonsten haue ich die ganzen Viecher kaputt. Du hast zwei Fragezeichen ausgelassen. Hä? Okay, I try. Du darfst hier nur nicht stehen, weil ich muss. Genau, ich versuche, ich muss dann die kleinen Viecher machen. Wenn das kommt. Und ich versuche ab und zu dir mal Munition reinzugeben.
Es sind weniger. Das Gefühl. Wenn du reinlädst, geht's. Ja, ich kann halt nur nicht selber. Es kommen ja keine Viecher. Ich kümmere mich gleich um die Viecher, wenn der Boss da ist. Da muss man vielleicht mal laden. Das passiert ja hier noch nichts. Scheiße, die andere Kanone stand. Du machst das mega gut. Jetzt hab ich mal Damage gemacht. Ja, aber wir haben ja ein riesen Package. Hey, manche gehen einfach nicht, ne? Zu knicken. Manche, also du kommst einfach nicht. Ja, ja, du hast aber nicht die Zeit dann noch zu. Ja. Boah, das wird auch ein Weilchen dauern, Achtung. Ja, es ist hart, ey. Das ist genau das befürchtete Problem. Wir werden ganz am Ende erst heilen. Du musst die, kannst dich schlagen, wenn die nachher. Ah, ja, das ist ein guter Punkt. Abgewehrt damit. Ich fürchte trotzdem, dass die kriege ich. Ah, dann kriege ich ihn aber noch. Ich krieg ihn weg. Ist, hm? Ich glaube nämlich, dass du als Solo-Spieler wahrscheinlich auch gern am Anfang mal eine. Kann man das überhaupt Solo spielen, das Ding? Ja. Ja, das Spiel, klar. Kriegst du die her? Ja, schieß, schieß, schieß. Gut. Wir haben ja noch ein paar Leben da oben, dann müssen wir hingucken. Kommst du da oben an die Rand? Die habe ich weggemacht, weil mir. Okay. Den krieg ich nicht, den krieg ich nicht. Schade. Nein! Ah, der ist durchaus abgewehrt. So, ich schieße auf ihn. Du musst aufs Leben achten, okay? Ja. Schieß, schieß, schieß. Ah, oh, ich hab nichts dran. Schieß durch. Das aushalten haben wir es geschafft. Nur noch ordentlich. Wir haben zwar schon so viele Lags, aber. Stark, Jamie. Es war richtig, richtig stark für uns. Es war so schwer. Wir müssen es aber auf jeden Fall reparieren. Ja, ja, ja. Oh, was haben wir da bekommen? Eine Sprungspringe sprang. Willst du nicht ups, ups, das habe ich jetzt bekommen. Ja. Ups, ich dachte, ich habe Kanonenfeuerrate und Magazingröße um 30% erhöht. Ah ja, das hast du jetzt. Oh, warte mal, wenn ich... Ja. Wollen wir erstmal reparieren? Ja, lass mich das machen, kriegen wir eine Belohnung. Ah, er repariert nicht alles. Ah, er repariert. Ah, er ist für nur X. Drei natürlich. Ja. Hm. Okay. Kannst du gleich wieder reparieren. Muss ich platzieren jetzt. Wieso, das ist Geld. Aber. Nimm dies. Ja. Huh, lag da. Das sind mehrere. Noch eins. Das ist so weird immer, wenn dann halt so neue Items aufploppen. Okay. Was soll da gehen? Aber gut zu wissen, ich dachte bisher wirklich, die würden alles reparieren. Warte, 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 warte. Doch. So, jetzt können wir eine Kondomprobe reinwerfen. Hast du schon eine, ne? Ja. Oder denkt sich jetzt so, ey, fickt euch, was soll ich mit so einem Crap? Aber nein, boah, wir haben fast 5. Oh. Ja. 500, ne? Stimmt, man kriegt immer einen Stapel, ne? Mhm. Okay. Och, das war schwer, das war der Partner. Aber es hat, aber es lohnt sich es halt. Hat uns quasi als Team näher zusammengebracht. Ich meine, wir haben jetzt nichts verloren. Wir hatten ja keine Schilder oder so. Nee. Ich finde aber das, was wir haben, diese Statue mit dem plus 3 Leben, ist ziemlich geil. Ja. Wenn man es durchrepariert kriegt, dann ist das natürlich so ein Ding. Da, 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 da. Ist alles im Kopf. Die Hose. Boah, ich will zum Schoppo. Okay, wir haben einmal heilen, wir haben einen kaputten.
kommt ordentlich was an. Okay, wo wollen wir hin? Der Shop ist unten, ne? Ja, übers Holz würde ich fahren. Holz, Shop und dann eher wieder nach oben, ne? Dann können wir wieder zum Teiler. So. Dann zum Teiler und dann gucken wir von da weiter. Wird man von dem eigentlich ein Feld weitergeschoben? Ich weiß noch gar nicht, wie das die Miebe. Müssen wir ausprobieren. Lass das mal machen gleich, oder? Ja, okay. Da hinten zum Shop. Oh, das ist ein Sturm. Ach du Scheiße, schießt er jetzt schnell mit dem Item. Der ist schon krass, Alter. 30% schneller schießen? Das ist eine Menge. Weiter geht's. Danke. Eine Start. Ich hol mir das, ne, damit wir. Ja, wir wollen jetzt auch zum Shop. Und du sollst es reparieren. Spaß, egal in welchem Spiel. Hey, der haut uns da! Du hast nicht aufgepasst. Der hat aber aufeinander geschossen. Das ist ein dass er ausgeholt hat. Oh. Kannst du das angeln? Ja, ich versuche beides zu haben. Ja. Stronger! Ups. Lohnt sich ja dann erst bei 3. Immer schön alles einsammeln. Dürfen wir? Du kleiner Depp, ey. Ja, der nimmt mich gerade an. Manchmal will ich dich einfach auseinanderschütteln. Tschüss. Steh ich weg. Au! Immer schön hier sind meine Sachen. Ja. Die hab ich gefunden. Ja, kauf dir was Schönes. Was die Perlen erhöht die Magazinkapazität bei von dir geladenen Kanonen 50%. Trifft viele Kreaturen mit einem Schuss, solange sie in einer Reihe stehen. Eine Reihe ist beides. Wahrscheinlich vorwärts so und so, ne? Achso, wenn sie hintereinander stehen, dann geht's durch, oder was? Okay. Oder erhöht Schaden von rundum Angriffen. Na, Ruderangriffen machen wir seltener. Ja, die machen wir halt beim nächsten Boss nur. Ja, ich würde das nehmen. Die Perlen, das ist aber ein Artefakt, das ist etwas, das du hinstellst. Das ist ein Ding, ne? Ja. Das bezieht sich dann auf alle. Klingt voll, ob das stackt mit dem, was ich gerade schon habe. Wollen wir gleich sehen. Nimm das mit. Wollen wir noch eine Planke mitnehmen und damit reparieren? Ja, weil wir kriegen ja immer was dafür. Ah, gibt's auch nur eins. Guck mal, also als plus minus null die Rechnung nämlich. Ich überlege. Also. Mach du mal jetzt? Ja, mein. Okay, stacked. Ja, das ist aber es ist trotzdem geil. Plus 80% quasi kumuliert. Ja. Na dann. Okay, das sind ja schon krass. Also die Items sind schon. Das heißt, wir müssen auch gucken, echt, dass wir Items freischalten. Natürlich. Die sind schon echt fucking mighty. Okay. So, ich versuche mal, ob man über diesen Strudel da und dann, schneller hinkommt. Ja. Boah, jetzt hier das dicke Ding im Lerz. Ah, jetzt kommen diese Viecher. Komm mal. Ich hasse das, Mann. Wir werden jetzt leider angegriffen. Wenn die Items im Weg liegen, dann. Ah, du musst auf deine Seite, ne? Zu spät, ja, sorry, hab's verkackt. Oh, ich hab ihn weggestoßen. Das geht. Ja. Ah, da! Du kannst gleich mal beides reparieren, bitte. Wir haben zwei einzelne. Ja, ich war jetzt ein bisschen zu. Aber gut zu noch wissen. Noch eins, hier.
ist noch eins zu reparieren. Man kann sie zurückschlagen. Das Problem war, dass hier so ein Item lag und ich wollte die Kanone tauschen. Stattdessen hat er das scheiß Item mitgenommen. Ja, das war jetzt auch unklug, dass ich unten noch war. Okay, dann also ich teste das. So, und jetzt die Theorie ist, dass es uns direkt aufs Fragezeichen bringt, ne? Vielleicht. Ja. Aha, es ist ein Free dann. Okay. Aber jetzt sind wir auch in der Lage, die Blobbys alleine jeweils zu killen, ne? Müssen wir auch. Okay. Weil wir genug im Magazin haben. Yes. Okay, nee, da, Achtung auf deiner Seite ist nicht. Hab ich kaputt gemacht. Ja, jetzt sind übrigens die gleichen Bomben, die der Boss macht, ne? Ja, ich stehe mal nicht drin, wenn er schießt. Das ist natürlich nicht so. Frage ich mich echt, wie gut das menschliche Gehirn eigentlich ist, dass man das alles. Was man alles gleichzeitig verarbeiten kann, ne? Ja. Nehmen wir auch mal hin. Ah, scheiße. Ich vergesse immer, dass man nicht gleich wegrollen kann. Dann, dass man, ne? Ja. Ich mal bei Jenny rein. Das ist jetzt, guck mal, das ist das neue Team hier. Dass ich auch zwischendurch einfach mal bei Jenny. Eine Kanonkugel rein. Erhöht Geschossschaden. Ja, Baller. Alla. Was ist das zweite? Fügt Öl zu Harpunen hinzu, ist ja egal. Why not? Wir haben keinen Damage, oder? Ah, hier, wir haben aber das. So. Ist da hier noch eins? Ja. Dann halt fest und. Halt dich an mir fest. Kurs festlegen, ja. Was macht ihr das nochmal? Ja, man kann sich aussuchen, ob man Charakter oder irgendwas anderes. Also Sonne runter und hoch, das macht mehr Sinn, ne? Holz. Hey, ich würde auch gucken, was wir überhaupt kriegen können. Nee, aber ich kann doch jetzt so und dann so und dann wieder runter. Es sei denn. Du kannst so, da und runter, ja. Oder willst du lieber fragen? Holz haben wir halt alle Hände voll. Ja, dann, eigentlich macht das Fahrzeichen mehr Sinn und dann runter, runter, ne? Ja, ja. Ja, wir sind itemtechnisch gar nicht schlecht unterwegs. Was mich immer wahnsinnig macht, ist, sich das. Alles noch bewegt. Scheiße. Noch eins. Für eine Million. Das ist eine Kiste. Mach die Viecher. Stein. Lass die vielleicht erstmal zu. Ja, streich. Ja, mach das Zeug meistens gar nicht erst. Oh. So endviel Bretter. Ja, nimm eins in die Hand und das ist dann weg halt leider. Oh Gott. Zu viele Bretter, Mann. Na, jetzt runter, ne? Mhm. Wie ist alles davon? Chilischote? Ah, ist auch so viel. Man weiß nicht, ob es eine. Aber das sieht nach. Das sind beides, glaube ich, Sachen, die du anlegst, ne? So müssen wir halt. Chili ist wahrscheinlich Feuer, Damage oder Brennen und das sieht aus nach Harpunen. Deshalb will ich das andere. Nimm das andere. Chili. Mhm. Füge Kanonengeschossen deine Chance auf Feuer hinzu, ja. Du hast ja jetzt schon noch mehr Damage drauf, ne? Ja. Zeig mal kurz, was hast du jetzt in der Übersicht? Öl, Harpunen, Geschossschaden. Füge so Feuer. Ja. 10%. Ah, man kann auch ablegen. Ah, okay. Wir können also tauschen. Ich hab die. Achso, das ist auch gut, finde ich. Ich habe immer noch die Feder, die Kanonen, Feuerrad und Magazin. Geil. Das lohnt sich schon, dieses Ding. Warte. So geil. Oh, Schild. Ah, wir können runter und dann Schild. Ja. Skillpunkt. Oh. Oh, das machen wir gleich. Oh, shit, das kenne ich. So. Einfach drauf platzieren. Ja. Okay, auf deiner Seite kommt wieder. Und oben rechts. Scheiße, wir kriegen ein Damage. Wir kriegen zwei Damage.
Die killen uns gerade. Warum kommt ihr jetzt so einzeln? Das macht hier. Du kannst ja mal mit dem Bruder wegschlagen, ne? Aber ich krieg immer noch einen von beiden weg. Die nehmen uns komplett auseinander. Immer wenn die dann. Oh! Ich hol das Zeug, du reparierst gleich. Kannst du es noch holen? Ah, oh, ich komme nicht ran. Das war zu dumm. Unten das noch zwei Fische. Kannst du mal reparieren. Ja, das machen wir gleich mal so. Okay, wie macht man die besser? Das hat uns wenn jetzt man komplett schießt, das Schiff ich hab, zerlegt. Ich habe zwei Schaden nur gekriegt. Ich habe vier oder fünf sind aber durchgekommen. Naja, wenn die zu nah kommen, schlägst du zweimal drauf, dann werden die zurück weggedingstet und dann bin ich zum nächsten Gang und dann wieder weggeschoben. Okay, das habe ich falsch gemacht. Ja. Ich sammle die Sachen ein, die du doppst. Ja. Hier liegt auch noch ein einzelnes. Das war jetzt ein bisschen schade, aber gut. Zwischendurch auch einmal komplett. Eh zu viel Bretter. Ja, aber ich habe auch ein dickes hier benutzt, wie du siehst, zwischendurch, weil wir so low gegangen sind. Also ich habe richtig oben kein Land mehr gesehen. Das war ein bisschen kacke gerade. Fast Bretter da oben. Schild und Bretter wäre jetzt natürlich perfekte Bossvorbereitung. Falls auch wir noch an die Bretter kommen. Okay, wenn die einzeln kommen, okay, wegschlagen mit dem Ruder. Ich brauch Hilfe. Ah, du nimmst oben nichts. Was ist das? Hier ist aber auch so vom Himmel regnet. Puh. Ich hab noch ein Brett. So, darauf liegen. Ne, hier. Ah, oh, oder reparieren. Ha, ja. Brett für Brett. Hier. Hier ist noch ein Spot. Ah, da war so viele kaputte Spots hatten wir noch. Krass. Ja, wir waren ganz schön ausge. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gerade Damage genommen haben, aber gut. Okay, das heißt, wir können noch Bretter machen, es sei denn. Nein. Nein. Wir können aber noch zum Fragezeichen. Ja. Plus. Yes. Ah, die Blobbys finde ich echt furchtbar. Das ist eine Kiste. Was? Ist so schnell an den Dinger vorbei. Kiste. Mit dem Typen. Haben wir noch einen Lag? Nee. Aber irgendwo haben wir noch eins. Da. Wo? Hier direkt. Ach. Yes! Ja, toll. Das sind mir die Liebsten, einfach eins free kriegst. Mhm. Okay. Boss, ne? Ja, oh Gott. Okay, also. Die Typen halten ja extrem viel aus. Ne? Macht es Sinn, die zu schlagen, wenn sie nah rankommen? Oder macht man mehr Damage mit der Kanone eigentlich? Also, ich schlag sie, wenn ich keine Kanone voll hab, weil die holen dann immer so aus und schlagen drauf. Also, wenn sie schon ausholen. Bevor man nachlädt, lieber dann zum Ruder greifen, ne? Ja, weil sonst machen sie Damage. Und wenn der Boss kommt, okay, ich mach, der ist wahrscheinlich wieder oben. Ja. Dann baller ich ihn und mach die Viecher. Ich kann hier gucken, falls hier diese Viecher sind. Ja, aber ich versuche die Viecher im Blick zu haben und gehe auf den Boss. Und ich versuche, ich glaube, wenn man aufs Auge zieht, macht man mehr Damage. Und du machst die anderen. Mhm. Okay. Wie viel haben wir jetzt gerade? Wir haben ein Brett und ein Dreier-Set, okay. Das heißt, das Dreier-Set kann man halt auch frühzeitig einfach benutzen, wenn wir wissen, dass es jetzt eh nicht alles heilt. Ja. Muss man ja gar nicht so lange warten und in Stress kommen, sondern ja, kann es dann zwischendurch vernünftig. Sobald drei fehlen halt. Genau, weil und das versuche auch ich dann zu machen, weil vielleicht kriegt man ja noch ein Bonusbrett. Okay. Ja. Die LHF. Da, 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 da. Ja, es ist Feuermann. Thank you.
Okay, dann darf ich nicht schlagen lassen. Ich kümmere mich um die Viecher. Ja. Aua. Sorry. Ich lade auf. Ich hab sie beide bekommen. Ich habe jetzt, diesmal anders gemacht. Ich habe nicht sofort immer umgebaut. Sondern einfach einen Nahkampf-Damage gemacht. Ja. Das ist gar nicht so dumm. Das sind Flexi-Arbeiten. Aber zwar länger. Ja, aber ich glaube, man muss flexibel sein hier in dem Messer. Okay. Ah, man darf. Wenn sie aufladen, muss man in den Nahkampf, um sie wegzukriegen, ne? Weil sonst machen sie auf jeden Fall Nahkampf-Damage. Ja, weil der. Das Ruder schiebt sie weg. Okay, hab jetzt keine Schilder mehr. Genau, das meine ich auch. Damit kriegt man sie weg und dann können sie nicht Damage an einem machen. Ein Damage noch, dann ist die nächste Phase. Ich kann noch nicht hin, ey. Nächste Phase. Ah, da mach ich noch gar kein Damage? Das ist ja frech. Mach ich aber noch kein Damage? Jetzt erst? Okay. Ich bleib unten. Boah, ist auch schwer zu sehen, ehrlich gesagt. Oh, ich. Nee, ich bin nicht gestunt. Ich bin gestunt. Ja, komm, Viecher, du musst. Jetzt nicht kannst. Auf einen. Kacke. Ich muss Brett. Nein! Okay, ich hab das Ding, die Dinger weggemacht. Mann, ich bin nicht rechtzeitig weg. Da ist irgendwas. Ah, ah fuck, ich hab mit? Aus Versehen die. Nee, das bin ich. Ich hab jetzt Charaktere getauscht. Das ist natürlich nervig. Mann, ich lass mich immer dingensen. Alles gut, ich bin gestunt. Ich hab ein Brett geholt. Ich auch, ich reparier grad ein bisschen durch. Oh, ich bin gestunt. Reparier bitte. Der Charakter steht so scheiße im Weg. Ich sehe nichts, Alter. Aber wir haben es bald. Nicht verzagt. Okay. Nein, es ist zu klein. Mann, ich lade immer nicht nach. Mann, jetzt bin ich wieder reingelaufen. Okay, jetzt bin. Du kannst wieder variieren, das ist glaube ich irgendwo im Brett. Im Wasser, im Wasser. Und nichts mehr, ne? Nein. Oh, noch ein Leben. Oh, Mann. Aber es war so dumm. Wir haben halt einen Perk gekriegt, dann ist der Charakter gespawnt an der Stelle. Ja, die ganze Zeit im Weg. Das hat mich so irritiert. Ja, mich auch. Ich habe aus Versehen Charaktere getauscht. Das war doch so dumm. Sorry. Oh, gemein. Das kann man ey. Doch nicht machen im Bossfight. Aber besser als davor. Viel besser. Wir haben viel besser gespielt. Oh Gott. Ich muss mein Gamepad fallen lassen. Aber wir hatten auch mehr Leben, leider. Aber hat nicht mehr viel gefehlt. Hat nicht viel gefehlt. Hat 10%. Ich sage am Ende fast versuchen, einfach durchzuziehen, weil ich bei. Den, ne? Als wenn ja. Aber es war zwischendurch mal ein Brett, hätte man harponieren können, aber das kriegst du auch fast nicht hin, ey. Okay, hat mich so, so, wo kommt dieser scheiß Becky-Charakter plötzlich her? Versetzt beim Treffen oder Betäuben in Raserei? Also du kriegst Raserei. Wenn ich getroffen werde? Ja. Ach, das war knapp, nett, aber sorry, das war total boah, der Charakter ist aber, was mich in dem Charakter nervt, ist diese Blatt-Ding da oben. Ja, sorry, aber... Das ist so too much. So. Heil die Witzke, Alter. Nochmal leben. Und dann auf den Rest. Der Rest ist erstmal. Ja, erstmal die Harpunen finde ich völlig. Welche unten? 10. Achso, wir wollten mal gucken, ob wir ein Item freischalten wollen. Für 4 Eis wahrscheinlich nicht mehr, ne? Sollen wir mal hier dieses Kleinod? Ja, Kleinode sind Items, die man
anhat, ne? Keine Muni oder so. Ja, deshalb finde ich die ja gut, weil ich finde, die Slots kriegen wir in der Regel voll. Ja. Aber was findest du besser? Teleskopgriff oder Fächer? Schnelligkeit heißt, klingt für mich so nach mir einfach schneller feuern. Das ist ja nicht verkehrt. Ja. Nehmen wir es mal. Nee, oder Fächerfisch, ja, whatever. Ach so. Mach einfach mal. Und dann schaltet man da vielleicht auch neue Sachen frei, die dann kommen. Weil viele Händler hier noch kommen müssten. Schade, aber das war das jetzt gerade sein können. Du willst jetzt den neuen da spielen, oder? Ja, warum nicht? Okay. Also die Fähigkeit ist ja gut, in Raserei zu kriegen. Ja, die Items gerade waren natürlich mega, dass man dann hier diesen so volles noch einen an? Nee. Magazin hat. Ich würde auf jeden Fall eine neue Folge machen wollen. Ach. Aber jetzt dritter Versuch, da fehlt jetzt echt gar nicht mehr viel. Also der war wirklich. Das war so solide am Anfang, ey. Ja, aber ich finde, das ist ein Ultra. Der ist so weit rausgezoomt, der Fight, finde ich. Und dadurch, dass im Vordergrund, ne, da die Scheren sind auch ständig im Weg. Man, ich habe wirklich auch wenig gesehen. Ich sehe diese Bomben dann teilweise nur ganz schlecht, wenn die kommen. Und da ganz viel unnötiger Damage kassiert. Und was ich mir noch besser angewöhnt, ist, muss ich einfach. Ah, hier kommt was, zack, bam. Ja, und rollen. Das mache ich zu selten. Zu oft gestunt. Genau, ich wurde mega oft gestunt. Dann schießt du halt nicht, das mache ich auch nicht. Dann roll ich irgendwo hin und mache Nahkampf. Genau, man hat immer was zu tun. Deswegen sollten wir sich nicht stunnen lassen. Liebe Leute, nächste Folge machen wir einen Boss Plateau. Tschüss. Tschüssi.